Woran erkennt man, dass man Sihr hat? Kommt darauf an, auf was oder für was dieser Sihr gemacht wird. Zum Beispiel kann es Sihr geben, dass man eine bestimmte Person liebt und nicht von ihr wegkommt. Oder dass man, dass zum Beispiel zwischen den zwei Ehepartnern getrennt wird oder ähnliches. Sihr kann auch sich in Krankheitsform zeigen, dass man zum Beispiel krank ist, abwesend ist und so weiter. Sihr hat viele Sachen, die sozusagen passieren können dadurch.